Herzlich willkommen zum ersten Doppelrenntag der Sommersaison. Der erste Tag ist dabei noch den Hindernispferden und den Amateurreitern reserviert. Große Starterfelder mit internationaler Beteiligung erwarten uns. Los geht's! Hallo Ricky, herzliche Gratulation zu deinem Sieg mit Tequila Tango. Das war ein hart erkämpfter und lang ersehnter Sieg. Bist du glücklich? Ja, sehr glücklich, weil Tequila ist ein sehr gutes Pferd, sehr brav. Und sie kann natürlich springen und die Cross ist seine Perkurs, seine Leidenschaft perfekt. Und so, wenn ich bin sehr brav mit sie, die Siege ist eine Konsequenz. Du bist Amateurjockey, du reitest Flachrennen und auch Hindernisrennen. Was ist für dich als Jockey anstrengender? Also in Flachrennen ist es sehr wichtig, das Pferd. Weil wenn du nicht für die erste oder zweite Platz, sie kann langweilig ist, nur einen Perkurs machen. Mentre in Hürdenrennen ist sehr emotionant, sehr aufhängend, das Springen machen, dass die alle Sprünge machen. Musst du viel konzentrierter reiten? Ja. Nachmittag Nadine, du bist ein gern gesehener Gast mit deinem Pferd Neruda hier am Pferderennplatz Meran. Der Neruda ist heuer leider immer noch sieglos hier in Meran. Welche Chancen hat er heute? Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass das Rennen einfacher wird heute, aber wenn ich jetzt die Gegner anschaue, wird es ziemlich schwierig werden für ihn. Also ich denke, er könnte ein Platzgeld holen, aber schwierig. Auch ein vierter Platz zahlt ein wenig die Box und das Futter. Kommt er mit den Bodenverhältnissen heute gut zurecht? Das ist das Gute bei ihm. Ihm spielt der Boden und die Temperatur alles keine Rolle. Das Wichtigste für ihn ist der Rennverlauf. Wenn dort etwas schief geht, dann hat er ein Problem. Aber sonst ist alles egal. Okay, dann wünschen wir dir alles Gute, Hals und Bein und danke für das Interview. Super, vielen Dank, Julia. Schönen Sonntag. Thank you.
17 anni da Tech 5 e Gala Page a vendere per 6.000 euro. 9 e 9. 10.000 euro per la prima. Infatti, 10.000 per il tutto per la testa. Tutto prato. Nach einer kurzen Unterbrechung sehen wir uns zum zweiten Renntag dieses Wochenendes wieder. Bis gleich. Naturverbunden, bodenständig. Eichner Invest, das Familienunternehmen aus dem Sarntal. Seit über 20 Jahren realisieren wir Ihre Wohnträume. Heute beginnt am Meraner Pferderennplatz die Saison der Spezialisten auf der Flachbahn. In 5 von 8 Pferderennen kämpfen die derzeit besten italienischen Profi-Jockeys um den Sieg. Los geht's! Jetzt beim ersten Rennen des Tages ist eine Stute die Haikal gelaufen. Sie hat debütiert und ist gleich Zweite geworden. Sie hat einen sehr interessanten Namen. Was bedeutet der Name? Ja, ist eine interessante Stute. Der Name, das ist der Familienname von unseren drei Vornamen, also Heike, ja, nach CH Christian und Alena. Haben wir gesagt Haikal, das ist noch ein großer Name geworden. Und dann nennen wir jetzt Haikal. Das nächste Rennen ist ein gleichzeitiges Hauptrennen des Tages. Jetzt startet eine Stute die Aggression. Sie ist jetzt zweimal über die Hürden gelaufen. Jetzt ist sie wieder zurück auf der Flachbahn. Was erwartet sie denn heute von der Stute? Aggression, ja. Wir haben nicht vor die Vorstellungen vom Springen. War das nicht mit dem Pferd. Jetzt haben wir sie wieder ins Flache getan, aber da haben wir heute keine Chance. Aber wir rennen mehr hinten nach, um sich zu qualifizieren für den nächsten Rennen. Thank you.
Einer meiner Lieblingsinterviewpartner ist jetzt bei mir, der Josef Eichner. Jetzt startet eine Stute Singapore Rose. Sie ist noch sieglos im Iran, ist aber allem platziert gewesen. Wie schauen die Chancen heute aus? Die Chancen heute werden nicht so leicht sein, weil er sehr viel Gewicht hat, 71,5 Kilo. Ja. 71,5 Kilo, aber und ich glaube, es ist ein leichtes Pferd, was noch anwachsen muss, was sicherlich erst das nächste Jahr als Vierjähriger, glaube ich, einiges sagen wird. Aber es ist recht ein nettes Pferd und lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, er müsste ganz gut mitlaufen. Die nächsten Renntage sind für die Profi-Jockeys auf der Flachbahn reserviert. Du selber hast jetzt hauptsächlich Hindernispferde. Wie ist denn das für dich als Besitzer beim Zuschauen? Ist das ein bisschen langweilig, wenn weniger Hindernisrennen sein, oder wie ist das also jetzt für die Zeit mit den Profi-Jockeys? Nein, überhaupt nicht langweilig. Und überhaupt, wenn junge Pferde da laufen, dann kannst du auf einen und auf den anderen ein Auge hinwerfen, ob uns zu kaufen wäre oder überhaupt nicht langweilig. Ist ja schön auch. Und logisch, so ein Freund, wir was ein Hürdenpferd hier oben, ich glaube, ich weiß, dass man seine mehr Passion hat, aber auch die Flachrennen sind schön. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder bei Pferdejockeys Emotionen, jeden Montag um 18:30 Uhr auf SDF. Bis dahin, alles Gute!